Grüße. Nur kurz, falls du dich für meine Karten interessierst und sie vielleicht erwerben möchtest oder mehr darüber wissen willst, hier am Ende des Videos habe ich dir einen kleinen, ganz kurzen Trailer dazu gemacht. In diesem Sinne, bis gleich, habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 6. August 2022. Ach Quatsch, einen wunderschönen Freitag. Ich mache wieder lauter Plätzchen her. Aber wundert mir nicht, diese Energien sind wirklich hart. Also Kinder, die sind hart. Sehr, sehr, sehr emotional. Also ich schätze, dass bei jedem was hochkommt. Es ist... Puh. Und es wird auch noch so eine Zeit lang bleiben. Also, und es kommt alles hoch, was hochkommen soll. Was verarbeitet gehört soll. Also wenn du jetzt gerade in dieser Zeit Probleme kriegst, Sorgen hast, Streit hast, Depressionen hast oder dich einfach nur traurig fühlst aus irgendwelchen Grund, schau dahin, ganz dringend, schau hin, das gehört aufgearbeitet. Und leichter wie jetzt wirst du es nicht bekommen. Jetzt kann man es wirklich leicht aufarbeiten. Also mach dich einfach dran und alles, was in dir passiert, schau hin. Freu dich über das, was positiv passiert, denn es passiert auch wahnsinnig viel Glück und Freude und Bestätigung, also auch das passiert en masse. Also freu dich über alles und freu dich auch über das Negative, was kommt, denn jetzt kannst du es verarbeiten, leichter denn je. Aber wir kommen zum Freitag. Wir haben lange Zeit, Öffentlichkeit, Energien und Erfüllung. Also das ist eine Energie, die aufmacht. Und das ist genau das, was ich gerade sagte. Diese Energie, die jetzt da ist und für lange Zeit, was ich auch gerade sagte, wo ich, ja, das ist nur ein Gefühl gewesen und jetzt ist bestätigt, die macht auf, die lässt alles raus. Die bringt Erfüllung. Sie bringt aber auch Kummer. Logisch, sie bringt alles, wenn du viel oder wenn du Energie aufgewandt hast, um deine Erfüllung zu bekommen, zu sehen, zu kreieren. Mach das genauso auf, kriegst du genauso, wie wenn du die Energie aufgewandt hast, das alles zu deckeln. Denn jetzt wird es trotzdem auf. Und es kommt halt unerwartet, sag ich mal. Es kommt wirklich unerwartet. So vor einer Minute auf der anderen, auf einmal, also so war es zumindest bei mir, konnte ich heulen. Es war überhaupt nicht. Es war ein einziger Satz, den ich, keine Ahnung, was wie oft schon gesagt oder gedacht habe, oder sowas in der Art zumindest. Und dieser Satz hat mich einfach traurig gemacht und hat eben bei mir Energien raufgebracht, die ich nicht hinschauen wollte. Die waren jetzt gar nicht so schlimm bei mir, aber ich habe das schon eine Zeit lang gedeckelt, ohne es zu merken. Und das war traurige Energie, weil mich etwas traurig gemacht hat und da wollte ich halt einfach nicht hinsehen. Ich habe es überdeckt, das war mir aber überhaupt nicht bewusst, weil ich die Erste bin, die sowas aufdeckt und verarbeitet. Aber auch das kommt. Und wenn du lange Zeit oder absichtlich alles deckelst, nicht hinschauen willst, dann kommt das jetzt eben auch, wie auch immer. Jetzt schauen wir, aber auf jeden Fall ist es eine Erfüllungsenergie. Und die kommt für lange Zeit mit wirklich erfüllenden Energien. Also richtig schön. Ja, hast du lange Zeit Streit und Krampf? Kommt die jetzt? Hast du lange Zeit Energien für dein Hobby, für Freizeit aufgewandert? Kommt jetzt das Ergebnis. Und diese Öffnung kommt bei allen. Kollektiv. Und suchst du hier deine Erfüllung, irgendetwas, einen Wunsch zur Erfüllung, wirst du ihn jetzt erkennen, diese Erfüllung. Also es kommt für jeden etwas, kommt immer darauf an, was du willst. Hier ist ein Freund, hier ist deine Manifestation, hier ist der Sohn und hier oben haben wir die Mutlosigkeit. Denn es kommt wirklich beides, wie ich gerade sagte. Der Streit und Kampf, der ganze Krampf, der jetzt wirklich lange gedeckelt wurde, kommt jetzt raus. Der muss raus. Wir
und du entscheidest durch dieses Rauslassen, durch dieses Verarbeiten, durch dieses Annehmen, wie dein zukünftiges Leben wird. Es ist wirklich so. Du hast jetzt die Chance, mit deinem alten Leben und all dem Krampf, der da drin ist, alles, was dich mutlos macht, wirklich abzuschließen. Und du hast die Chance, mit dem neuen Leben, was die Energie des Leichtes sein, Hobby ist etwas, was leicht ist, was Spaß macht, was dein Freund ist, diese Energie der Erfüllung, was auch immer für dich Erfüllung bedeutet, jetzt zu erkennen, jetzt zu manifestieren. Die Energien sind unsere Freunde und das ist eine, und das eben für alle, für jung, für alt. Hier liegt der Sohn, der hier ist Kollektiv, das sagt noch, also hier, man kann jetzt ungestüm und ohne viel Nachdenken wirklich vorangehen. Über den Ganzen ist die Mutlosigkeit und das ist eben diese, ich sage, wir haben momentan zwei Energien, ich glaube, ich habe das gestern schon mal erzählt, eine Energie, die wirklich das möchte, die Mutlosigkeit drüber liegt, die alles versucht, uns in Trübsal und in Depressionen zu machen. Das ist nicht mal eine Kampfenergie, das ist eine Energie, du bist klein, du bist nichts und du wirst auch nie was werden. So eine Energie ist das. Wir haben aber auch die Energie der absoluten Erfüllung. Bei beiden Energien wirst du das hier erleben. Das ist jetzt nicht, wenn du jetzt hier eine Öffnung von dir erlebst und irgendwas Altes kommt raus, dann bist du in der richtigen Energie. Nein, beides. Diese Energie, die kommt, lässt beides erleben. Diese und diese. Weil es hilft nämlich nicht, wenn du jetzt das erkennst hier und nur in die Kampfphase gehst. Das ist ein Schritt, ja. Das habe ich, weiß nicht, in ein paar Tagen erzählt, das hier ist der nächste Schritt. Wir sind in den Schritt des Kampfes, uns zu wehren, Gott sei Dank endlich. Aber damit ist es nicht getan. Es kommt noch das Annehmen. Und das musst du auch noch tun. Die hier in diese Energie kommen, die haben das schon angenommen, sage ich jetzt mal. Die haben sich irgendwie mit ihrer Vergangenheit, mit der langen Zeit, mit der Öffnung, die jetzt bei allen passiert, auf irgendeine Art und Weise schon mal arrangiert, da schon mal reingeschaut. Es wird allen mehr oder weniger passieren. Aber die da schon mal ein bisschen fester, und das wirst du sehen, kommt bei dir eine Streitkampfenergie raus oder kommt bei dir erstmal so Tränen raus? Kommen nur so Tränen und Traurigkeit raus, hast du dich wahrscheinlich schon im Großen und Ganzen schon mal damit beschäftigt, dann bist du nämlich schon in der Annahme. Kommt hier Kampf raus, macht auch nichts, das macht überhaupt nichts. Nimm diesen Kampf an und schau aber hin. Du musst hinschauen, du musst das auflösen, was das hier auslöst. Das musst du anschauen und auflösen, um dann in die Annahme zu kommen, denn durch die Annahme kommst du in diese Energie. Und das ist ganz wichtig. Wenn du in diese Energie auch kommen möchtest, musst du da hier, das darfst du haben, das darfst du auch eine Zeit lang leben, aber du musst hinschauen und es annehmen, damit deinen Frieden schließen und dann in die kommst du automatisch in die Annahme. Dann kommt das ist dann weg, das liegt dann bloß noch hier oben und du kommst automatisch hierher und darfst dir das alles Schöne manifestieren. Sperrst du dich trotzdem, und das ist jetzt keine Warnung oder Angstmache oder so, aber es ist wirklich so, dass du jetzt alles manifestierst. Alles, was du dir wünschst. Und deckelst du weiter, was natürlich geht, du hast die freie Entscheidung. Es kommt irgendein Thema, die du in erste Ehe vor 20, 30 Jahren erlebt hast und nie aufgearbeitet hast. Auf einmal kommt dieses Thema wieder. Und du deckelst es wieder. Schiebst es weg, tust was drüber, lenkst dich ab, deckelst es. Dann ist genau diese Energie, die du da deckelst, die du dir manifestierst. Nicht das Gleiche, aber die Energie, die Frequenz manifestierst du. Denn du kannst es nicht wegschieben. Und die Energie, die dir bei dir vorherrscht, und wenn du sowas wieder wegschiebst, wenn es rauskommt, herrscht die vor. Du kannst die deckeln, du kannst die wegschieben, du kannst sie verleugnen. Ist überhaupt keine Frage. Aber die ist dann trotzdem in der jetzigen Zeit sehr stark in dir. Und die manifestierst du dir. Weil du hier gar nicht so in die Erfüllung reinkommen kannst, weil du das hier deckelst. Dann manifestierst du es. Also alles, was jetzt in der kommenden Zeit wirklich
dein Leben ist, wirst du dir manifestieren. Es ist wirklich so. Und das ist deine Entscheidung. Und das ist meines Erachtens auch diese Entscheidung, die wir hier alle zu treffen haben. Wie sie immer sagt, du musst dich entscheiden. Und das kommt eben hier. Entscheidest du dich für das oder entscheidest du dich für das? Das sind wirklich zwei Paar Stiefeln. Ja, genau. Also das ist. Wenn ich jetzt energetisch rede, ist es genauso. Hier kommt eine Energie des Kampfes. Die lange Zeit, die nur den Kampf in uns weckt, weil die schon lange Zeit da ist. Diese Energie ist schon lange Zeit da. Wurde eben aber durch Hobby, durch Leichtigkeit, durch Ablenkung gedeckelt. Eigentlich mehr oder weniger bei jedem. Also wenn du einer bist, der gern alles in sich reinfrisst, 100 pro. Und selbst wenn du jemand bist, der immer drüber redet und das immer versucht abzubauen, ach, da kommt die. Bei einem mehr, beim anderen weniger. Und diese Energie öffnet das Kollektiv. Ja, es ist ganz eindeutig, das öffnet das Kollektiv. Und gleichzeitig kommen hier Energien der Erfüllung. Also alle Energien, die lange Zeit schon in dir sind, wird geöffnet. Und alle Energien kommen zur Erfüllung. Und das ist ja das Problematische an der ganzen Sache. Denn alle Energien, die lange Zeit in dir sind, in dir waren, öffnen sich und kommen zur Erfüllung. Die manifestierst du. Und ob das jetzt hier Kummer und Schmerz ist, ob das Erfüllung ist, Hobby und Freund oder. Das liegt ganz allein bei dir. Das ist deine Entscheidung. Jetzt ist es nicht zu spät. Das heißt, wenn du jetzt merkst, oh, ich habe da viel Blödsinn noch, arbeite es jetzt auf. Aber überhaupt kein Problem. Darum sind wir auf Erden. Auf Erden dauern Manifestationen eine Zeit lang, weil wir eben sonst alle einen rosa Elefanten im Wohnzimmer hätten. Also ist es nie zu spät. Hier haben wir noch eine neue Energie, die jetzt wirklich voranstrebt. Junger Sohn Energie geht voran. Schaut nicht links, schaut nicht rechts, geht, er macht einfach. Ist aber momentan unser Freund, weil wir dadurch wirklich auch durch Wände gehen können, auch durch Hindernisse gehen können, dass wir wirklich erkennen können. Und wirklich erkennen können, was möchte ich denn manifestieren, was ist denn meine Erfüllung. Und dann ist es deine Entscheidung. Wenn du das erkannt hast oder überhaupt deine Energien erkannt hast, liegt es in der Hand von jedem Einzelnen zu entscheiden, was er möchte. Und das meine ich wirklich so. Und das ist meiner Ansicht nach auch die Entscheidung. Ob dann die Welt sich spaltet und rauf und runter und was habe ich heute wieder gehört? Wie war das? Die Akasha-Chronik der Welt, das ist überschrieben worden und ich weiß es nicht. Ob das alles so stimmt, da habe ich überhaupt keine Ahnung von sowas. Weiß ich nicht. Ich höre mir das an und stelle es in den Raum. Ich weiß es nicht, ob das stimmt oder nicht. Und ob es dann zwei Welten gibt und die einen sehen die anderen nicht mehr, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber auch das ist möglich. Keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Aber ich weiß, dass das auf jeden Fall auch so eine Zweiteilung ist, weil sich jeder das erfüllt, was er möchte, aus seiner eigenen Entscheidung raus. Das ist für mich die Entscheidung, weil hier die Erfüllungsenergien furchtbar stark sind und du entscheidest, wo die Erfüllung hingeht. Gut, das ist starke Energien, wichtige Energien und ich rede seit Monaten drüber. Manifestation wird immer und immer und immer wichtiger und das möchte ich jetzt auch noch dazu sagen, bevor ich hier schließe. Es hilft dir nicht, wenn du hier etwas deckelst und dir dann ein wunderschönes Leben vorgaukeln willst. Ehrliche Gefühle sind hier angesagt. Also wenn du ein wunderschönes Leben haben willst, musst du das, was dich bis jetzt daran gehindert hat, an dem schönen Leben, unbedingt anschauen und aufarbeiten. Denn ich kann nicht mir wünschen, ich werde jetzt Millionär und gleichzeitig sagen, Geld ist scheiße und Millionäre sind lauter Arschlöcher. Das beißt sich, das geht nicht. Verstehst du? Also das funktioniert nicht. Sich selber betrügen funktioniert nicht. Da hilft nur Ehrlichkeit. Aber jeder so, wie er mag und jeder so, wie er kann. Und ja genau, das muss ich jetzt auch noch sagen. Es ist jetzt nicht so, dass die Menschen, ich kenne ja auch viele Menschen, die das überhaupt nicht machen, dass die jetzt alle, keine Ahnung, hier ihren ganzen Kummer machen müssen. Nein, auch der wird ihr Kummer gezeigt und sie gehen halt mit ihren, damit um. Sie müssen damit umgehen. Und ob die jetzt von Manifestation und Erfüllungsenergien was wissen oder nicht wissen, sie entscheiden,
Sie werden darauf hingedrängt. Will ich jetzt weiter mit dem Blödsinn leben oder mache ich jetzt endlich mal was anderes? Also selbst die, die von Energien und von uns hier überhaupt keine Ahnung haben, haben die Entscheidung und die wird nicht also blind oder aus Versehen gemacht. Da musst du gar keine Sorgen machen. Da kriegt jeder Mensch auf seine Weise es so gezeigt, dass er wirklich weiß, er muss sich entscheiden. Also das geht nicht blind oder so. Wir alle hier haben halt den Vorteil, dass wir das eigentlich schon lange wissen und uns eigentlich darauf vorbereiten hätten können. Wenn wir es nicht getan haben, jetzt ist es aber Zeit. Es ist aber auch bei dir so, ich will jetzt hier keine Angst schüren. Es ist nicht so, dass du hier, wenn du da das eine oder andere deckelst, jetzt alles ganz schlimm wiederkommt. Nein. Aber es wird eine Rolle spielen. Das ist genauso, wenn du dir Geld manifestierst, Geld im Grunde aber scheiße findest, wird dir das Geld wahrscheinlich nicht bleiben. Du wirst kurzzeitig Spaß haben und dann irgendwann stehst du wieder vor einem Problem, weil du eben Geld scheiße findest. Also das hast du dein Leben lang gemacht, damit dich arrangiert. Du wirst dich auch weiterhin damit arrangieren. Also es ist keine große Panik. Aber mein Ratschlag, arbeite es auf. In diesem Sinne jetzt aber Schluss. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten. Und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen. Jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link,
Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.